Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, pass auf ein Wort. Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter. Heute geht es um eine kurze Vorstellung dessen, was wir im September machen. Auf ein Wort nennen wir das immer. Und das sind so ein paar Highlights. Als erstes kommt der Forschungsnewsletter. Das sind wieder 15 interessante Studien, von denen ich hoffe, dass Sie was finden, was Sie interessiert. Dann ein kleiner Beitrag, den haben wir mal über Phänomenta umschrieben. Ja, das ist ja in Lüdinghausen, nein, Lüdenscheid ist das, wo die Phänomenta ist, wo man also verschiedene Erfahrungen, sensorische Erfahrungen machen kann. Und da gibt es so eine ähnliche Idee für alte Menschen mit Demenz, mit einem Garten, wo es also Erfahrungen gibt, die dort machen können. Und das hat ganz interessante Effekte. Ja, dann kommt ein Haustheater und da möchten wir uns mit der Frage befassen, warum sind eigentlich bestimmte Themen in der Fortbildung relevant und warum nicht? Und zwar besonders im Feld der Gerontopsychiatrie. Also eigentlich ist das ja ein Themenfeld, das boomen müsste, aber es ist ziemlich schwierig, dort also Kurse und Lehrgänge so in den Stil zu stoßen. Und die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Also ein immer größerer Anteil der Bewohner in Einrichtungen sind gerontopsychiatrisch verändert, aber das scheint irgendwie nicht dazu zu führen, dass man sich mit diesem Thema besonders intensiv befasst. Frage, warum? Und dann am 30.09. Raumgestaltung, das macht Frau Dr. Beate Ratzey, die sich ihr Leben lang sehr stark mit Milieutherapie befasst hat. Ja, und zum Schluss des Monats, wie immer, den Podcast Wissenstransfer mit meinem Kollegen, dem Herrn Rüsing, der das Ganze noch einmal zusammenfasst. Also, einen schönen September Ihnen. Schauen Sie mal bei uns rein. Ich hoffe, dass Sie dies und jenes finden, das Sie interessiert. Schönen Gruß. Auf ein Wort.